Moin und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, ich mache nach meiner 4,5 Monate langen Skandinavienreise 2023 einfach nochmal so ein kleines Schlussresümee, erzähle euch, wo ich überall war und wo es mir am besten gefallen hat. Und damit fangen wir jetzt auch direkt an. Falls euch wundert, warum ich hier oberkörperfrei sitze, es sind heute 30 Grad. Wir haben mittlerweile 2024, heute ist der 19. Juli und ja, es ist einfach viel zu warm, um irgendwas anzuziehen und ich habe jetzt gerade in dem Moment Lust, einfach dieses Video aufzunehmen und ein bisschen was in die Kamera zu quatschen. Ja, los ging es 2023 mit der 48 Stunden Nordkap-Tour. Wir sind von Deutschland aus in 47 Stunden und 20 Minuten ungefähr von Deutschland nach Norwegen gefahren zum Nordkap. Wir haben es tatsächlich geschafft. Thomas und ich ohne Fahrerwechsel. Wir sind alleine gefahren und Hannes und Sabrina haben sich abwechseln können. War eine mega geile Erfahrung. War ein krasser Start der Reise, der gesamten Tour. Und gemeinsam haben wir dann noch einige Tage dort oben verbracht. 2 Tage am Nordkap und danach ging es für uns noch an viele verschiedene Orte. Wir waren beispielsweise bei den Lyngseidet. Das ist eine sehr schöne, markante Berggruppe bei Tromsø. Dann haben wir den Alta Canyon noch mitgenommen, waren dort wandern. Es war Ende Mai, Anfang Juni. Lag noch so viel Schnee, dass wir da teilweise noch durch Schneefelder durchgefahren sind zum Alta Canyon und wurden dann auch in der ersten Nacht direkt dort eingeschneit. Das heißt eingeschneit, es hat halt ein bisschen geschneit bei -2, -3 Grad. Das war schon sehr besonders, weil wir sind im Sommer losgefahren sozusagen aus Deutschland und dann da oben anzukommen und wieder im Winter zu sein, war schon sehr seltsam. Naja, danach sind wir noch auf die Halbinsel Sommerøy gefahren. Da haben wir ein bisschen geangelt und ja, einfach die Zeit genossen. Und davor sind wir noch bei den Lyngseidet wandern gegangen zum blauesten Gletschersee der Welt. Das war auch richtig cool. Da sind wir auch im See drin gewesen. Und es war einfach eiskalt. Aber genau das Richtige eigentlich jetzt gerade. Aber hier ist leider kein Gletschersee. Naja, und daraufhin haben sich dann die Wege auch getrennt auf Senja. Das war das nächste Ziel von uns. Da haben wir dann auch noch 2 Wanderungen gemacht, waren dort an verschiedenen Orten, haben Rast gemacht und übernachtet an einem schönen Platz am Strand, haben gemeinsam viel erlebt und gekocht und einfach die Zeit versucht, so gut wie es geht zu nutzen. Und ja, das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. Daraufhin, auch diese ganzen Gewittertierchen hier, das ist nicht vermeidbar jetzt. Daraufhin hat sich, wie gesagt, die Truppe getrennt. Die sind dann alle wieder nach Hause gefahren, weil der Urlaub vorbei war. Und ich bin alleine weitergefahren. Weil meine Reise hat gerade erst begonnen, sozusagen, zu dem Zeitpunkt. Ich habe dann erstmal versucht, die ganzen Videoaufnahmen von Drohne, Kamera und Handy zu ordnen und schon mal grob zusammenzuschneiden. Hatte das allererste Mal auf der Reise einen Laptop dabei und ja, habe mich da aber relativ schnell eingefunden und habe dann einfach die Zeit genutzt und das schlechte Wetter, um da schon mal ein bisschen was umzusetzen sozusagen. Ja, da stand ich auch an sehr schönen, einsamen Plätzen. Der Tourismus, Camper-Saison hat noch nicht so begonnen gehabt. Und so hatte ich doch eigentlich so eine richtig schöne, ruhige Zeit danach nochmal, um auch anzukommen und um mich auch auf die nächste Zeit vorzubereiten. Ja, auf Senja habe ich dann danach noch einige Orte mir angeschaut. Bin ein bisschen rumgefahren und habe auch Wanderungen unternommen. bis es dann deutlich wärmer wurde.
und es mich nach Tromsø gezogen hat. Da habe ich nämlich eine Familie getroffen, war bei der zu Hause, die ich 2020 kennengelernt habe, auf Andenes, beziehungsweise Vesterålen heißt das. Andenes ist die Stadt, wo man mit der Fähre ankommt, wenn man dann die Fähre nimmt. Und da standen wir in der Nähe von Blake an einem wunderschönen Ort am Strand. Da haben wir uns, wie gesagt, kennengelernt und hatten auch damals schon eine gemeinsame Reise gemacht zusammen. Und ja, die hatten mich eingeladen zu sich zu Hause, sollte ich irgendwann mal in der Nähe von Tromsø sein. Und das war dann der Fall. Ich habe mich gemeldet und die meinten, jo, passt, wir haben Zeit, komm gerne vorbei. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann haben wir erstmal Kaffee und Kuchen gegessen und uns ist dann die Idee gekommen, dass wir ja in den nächsten Tagen vielleicht eine kleine Wanderung machen könnten auf die umliegenden Berge. Und ja, das haben wir dann auch gemacht. Die Aussicht war atemberaubend. Man hat ganz Tromsø sehen können, die umliegenden Berge, die Fjorde. Man hat die Hurtigroute ankommen sehen. Es war wirklich atemberaubend. Das Wetter war so schön und das Ganze dann noch kombiniert mit diesen Schneefeldern, die dann die Abkühlung wieder gebracht haben. Einfach nur grandios. Also das war wirklich eine ganz, ganz magische Zeit. Von da oben aus konnte man sogar Senja sehen. Also das war wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und gemeinsam haben wir dann noch eine kleine Sightseeing-Tour gemacht sozusagen. Mir wurden in der Umgebung einige Dinge gezeigt. So auch ein ganz besonderer Fjord, den ich dann nach dem Treffen angefahren bin. Und da habe ich dann insgesamt, glaube ich, sogar fast eine Woche verbracht. Und da habe da meine Zeit verbracht, die Mitternachtssonne genossen, war auf Bergen wandern zur Mitternachtssonne, habe neue Wanderungen entdeckt und neue Erlebnisse, die ich unternehmen kann. Bin dann auf so einen Berg halb drauf gewandert. Dort waren ganz viele Flüsse, die sich immer wieder geteilt haben durch die Schneeschmelze und ja auch ein Schmelzwasserfluss, der daraus entstanden ist. Und da habe ich mich erstmal richtig schön abgekühlt und resettet. Und da ging das dann auch los, dass ich dann nicht wie auf Senja, wo es die Möglichkeit gab, eine warme Dusche benutzt habe, sondern wo ich dann auch wirklich von da an bis zum Ende nur noch in Flüssen oder in Seen baden war. Und das hat mich echt ganz schön gut geerdet und abgehärtet über die Zeit. Also das war wirklich richtig gut, weil da oben wird ja nie ein See richtig warm. Also es ist ja kein Vergleich zu Deutschland oder anderen europäischen Ländern. Ja, und dementsprechend hatte ich da immer eine schöne, frische Abkühlung, die ich mir, wann immer ich wollte, holen konnte. Und das Wetter hat echt gut mitgespielt. Also wir hatten da teilweise 25 Grad zu der Zeit schon. Das war dann so Mitte Juni, würde ich sagen, Mitte, Ende Juni. Das Wetter hat so gut mitgespielt. Und dann habe ich mich entschieden, in den Alta Canyon zu fahren, wo wir sowieso schon waren und die Wanderung zum Wasserfall gemacht haben. Und den komplett zu fahren von Alta bis nach Kautokeino. Das sind über 100 Kilometer Gravel Road, Offroad. Den Tipp habe ich damals von Sabrina bekommen, mit der ich auch zum Nordkap gefahren bin, in unter 48 Stunden, die auch mit dabei war. Und so habe ich das dann gestartet und habe mir noch einen kleinen Plan gemacht und bin dann einfach losgefahren, ohne zu wissen, was mich erwarten wird. Ja, und das war wirklich ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Ich hatte zwar Mücken und Bremsenplage ohne Ende. Jeden Tag wurde ich dort belagert. Das war echt, was das angeht, war das echt nicht schön. Aber ja, bleibt nicht aus. Das war dann ja Ende Juni, würde ich sagen, ungefähr, wo ich da die Zeit verbracht habe und die Strecke gemeistert habe. Ich war auch ganz allein unterwegs. Ich habe unterwegs nur einen einzigen Fahrradfahrer getroffen und es sind mal an meinem Schlafplatz zwei, drei Autos vorbeigefahren, wo ich aber auch nicht weiß oder wusste, wo die herkommen. Also man hat diese Fliegen hier. Man hat sich nicht
persönlich oder so ausgetauscht. Die sind einfach vorbeigefahren und ja, keine Ahnung, ob das Locals waren oder Deutsche oder wo die herkamen. Ich weiß es nicht. Ja, aber es sah so aus, von der Geschwindigkeit her zu urteilen, als wenn die diesen Trail an einem Tag haben schaffen wollen. Sie sind da wirklich lang gepeitscht. Das war wirklich unfassbar. Ja. Nichtsdestotrotz, auch trotz dieser ganzen Insekten, habe ich dort eine richtig schöne Zeit verbracht. Ja, und bin dann schlussendlich in Kautokeino angekommen. Da habe ich dann noch dermaßen geile Plätze gefunden. Nicht nur bei Kautokeino direkt, sondern auch in Nordfinnland. Ich bin nämlich von da aus nach Nordfinnland reingefahren und habe dann bestimmt auch wieder eine Woche dort im Gemüse gestanden, also mitten im Gestrüpp, und hatte auch einen See, der war aber zum Baden nicht so geeignet von der Stelle aus. Ich musste ein bisschen rumlaufen zur Badestelle, da war es dann wirklich richtig gut. Ja, und da waren auch unglaublich viele Insekten unterwegs, also jeglicher Art, und das war echt ganz schön zäh, aber ich habe die Zeit trotzdem genossen. Hatte auch da wieder richtig gutes Wetter. Also ich glaube, bis dahin hat es immer noch keinen einzigen Tag geregnet gehabt. Und das hat auch noch sehr lange gedauert, bis es dann wieder angefangen hat zu regnen. Ich glaube, das ging erst los im August. Es war wirklich, oder Ende Juli oder sowas. Also es war wirklich, das waren dann 2 Monate fast ohne einen Tropfen Regen. Das war wirklich heftig. Aber ich habe die Sonne und das gute Wetter auf jeden Fall genutzt und auch ausgenutzt und habe immer viel unternommen. Und konnte mich also nicht beschweren, was das angeht. Ja, dort in Nordfinnland hat mich dann auch ein Freund aus Deutschland besucht. Der ist hochgekommen. Und wir sind dann von da aus gemeinsam gefahren. Er hat auch einen Land Rover Discovery 3 gehabt zu dem Zeitpunkt. Und von da aus sind wir dann erstmal... ich habe noch was vergessen. Ich war noch im Reiser Nationalpark. Da stand ich auch noch ungefähr 3 bis 4 Tage an einem sehr, sehr schönen, das war vor dem Alter Canyon Trail, genau. Da kam ich nämlich von Tromsø und habe den mitgenommen. Da stand ich an einem sehr schönen Platz mit einem Schmelzwasserfluss, der unglaublich kalt war. Aber es hat sich sowas von gelohnt, und das war nämlich direkt an diesem Schlafplatz. Und ja, da werde ich auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal im Norden bin, wieder hinfahren. Das ist so ein Top-Secret-Platz. Da ist mir niemand begegnet, außer Locals, die da mit ihren Quads lang gefahren sind und mit ihren Huskies lang gelaufen sind im Sommer. Und das war wirklich mit den umliegenden Bergen und der Mitternachtssonne, die ich doch trotzdem noch von da aus sehen konnte, wirklich ein einbrennendes Erlebnis. Also das werde ich so schnell nicht vergessen. Generell denke ich an diese Tour sehr, sehr oft zurück, und ich würde mir wünschen, jetzt gerade wieder oben zu sein, aber zeitlich und finanziell passt es leider gerade nicht. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ich mit dem Kumpel zusammen weitergefahren bin. Da sind wir dann erstmal zum Nordkap gefahren. Das wollte er unbedingt sehen, und für mich war es auch nochmal schön, das Ganze dann im Sommer zu erleben. Wir hatten gut 25 Grad an dem Tag, es war fast windstill, es war zwar unglaublich viel los am Nordkap. Also ich weiß nicht, ich glaube, es waren 15 Reisebusse, die da standen. Der Parkplatz komplett voll. 20, 30 Motorräder, und es war ganz, ganz, ganz krass. Also das war wirklich, wirklich heftig. Aber ja, man macht das Ganze ja nicht andauernd. Ja, also haben wir da erstmal eine schöne Zeit genossen am Nordkap. Einen Tag waren wir da und haben uns dann in der Umgebung nachts, weiß nicht, 3 oder 4 Uhr sind wir dann erst davon weggefahren. Wir haben so viele tolle Leute getroffen, mit denen so lange geredet. Es war wirklich richtig schön. Also am Nordkap kommen generell so tolle Menschen an, und die haben alle eine Klatsche. Und genau das ist halt das Geile daran, weil man genau dieses Ziel hatte, also wie alle anderen auch, die da hochkommen. Und ja, man kann sich super gut austauschen und ein bisschen über die Geschichte reden, warum kommt man da hin und wie kommt man da, ist man da hingekommen sozusagen. Ja, dann haben wir uns an eine Staumauer gestellt in der Nähe, sind dann wie gesagt so um 3 oder 4 Uhr nachts nach weitergefahren, haben da richtig viele Rentiere gesehen, und ja, da war es echt so warm, also die Nacht, es war eine tropische Nacht, nicht unter 20 Grad. Ich glaube, wir hatten 22 Grad, es war das kühlste.
Und dementsprechend, weil die Sonne ja dann auch durchgehend geschienen hat, war es unglaublich heiß im Auto. Also wir hatten 35 Grad im Auto, als die Sonne dann wieder richtig aufging. Trotz dessen, dass das Schiebedach komplett auf war und die hinteren Fenster, von den hinteren Türen, da habe ich ja Insektennetze drin, trotz dessen und ohne Bettdecke und komplett nackt, wir haben uns komplett voll geschwitzt. Also es war nicht schön. Wir haben kaum schlafen können, weil wir auch wie auf einem Präsentierteller standen an diesem Ort. Also kein Baum, kein Busch, nix, kein Schatten. So. Und dementsprechend war das echt ganz schön hart. aber wenn ich jetzt so daran zurückdenke, wäre ich jetzt am liebsten gerne da, egal wie viele Insekten, egal wie viele, keine Ahnung, egal wie heiß es im Auto ist, ich wäre jetzt am liebsten wieder da. Die ganzen Strapazen sind im Nachhinein ja eh vergessen. Und so schlimm ist es auch nicht, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Naja, ja, gemeinsam sind wir dann weitergefahren. An den Lyngsseidet vorbei. Oder war das davor? Ich weiß nicht, auf jeden Fall sind wir noch in einen Nationalpark gefahren, wo wir zu einem Wasserfall noch gewandert sind, der auch sehr, 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 sehr schön war. Ich glaube, das ist mit mein Lieblingswasserfall. Also so, wie der dort runterstürzt, das habe ich noch nie gesehen. Und da sind auch direkt in dem Umkreis noch mehrere Wasserfälle. Und dann mit der Hängebrücke noch und dass die so am Schwingen ist. Und ach, das war einfach alles genial. Und wir sind ja auch ganz spät abends angekommen, quasi wieder in der Mitternachtssonne, haben diese Wanderung gemacht. Keiner war da. Es war wirklich genial. Und dann sind wir danach noch auf diese Hochebene gefahren mit diesem genialen Ausblick und den Schafen, die da überall rumliefen. Und diese Stimmung einfach, dieses Licht. Und dann haben wir, wir waren ja noch, jetzt habe ich schon wieder einen Punkt vergessen, wir waren ja noch an dieser anderen Landzunge nach dem Nordkap, sind wir noch nach Havøysund gefahren. Und da haben wir noch einen Deutschen getroffen aus Salzgitter, was einfach halbe Stunde Fahrt von unserem Wohnort entfernt ist. Und der hat uns von seiner Angeltour, die er da oben gemacht hat mit seinen Freunden, ganz viel Dorsch geschenkt. Und das war richtig geil. Es war gefroren, tiefgefroren bei minus 25 Grad. Also es hat lange gehalten und es hat auch lange gedauert, bis das dann in den Kisten aufgetaut ist. Dementsprechend hatten wir dann Fisch für die nächsten 4 Tage oder so. Haben dann noch den Fisch verschenkt an verschiedene Leute, die wir so gesehen haben. Ja, und ich habe auch eine Tremperin mitgenommen, der ich einfach so ein Fischfilet mit 1 Kilogramm Gewicht in die Hand gedrückt habe. Das war auch sehr lustig. Also das ja, war auch richtig cool, dass wir den Dirk getroffen haben und genau dort an diesem Hafen gestanden haben und selbst geangelt haben. Er uns dann gesehen hat und zu uns gekommen ist. Das war echt im Nachhinein echt so witzig, was für Zufälle so passiert sind. Ja, und auf dieser Hochebene, jetzt wieder zu dem anderen Punkt, auf der Hochebene, ja, da haben wir diesen Abend genossen. Es war total windstill. Super viele Mücken waren da. Wir haben aber diesen geilen Fisch gegessen und standen dann da in dieser Tundra-Landschaft. Und eigentlich wollten wir noch weiterfahren, aber es war dann, also wir mussten halt sehr langsam fahren, weil der Weg sehr schlecht war. Nur aus Gravel bestand und so haben wir dann gesagt, okay, hier ist jetzt Stopp. Haben uns dann da ein schönes Plätzchen gesucht, das Lager aufgebaut und ja, haben dann da übernachtet. Morgens Nebel. Komplett Nebel. Sichtweite 20 Meter. Komplettes Gegenteil. Und wir hörten in der Ferne immer so ein Rumpeln. Wir dachten, was geht denn da ab? Wird da irgendwie was gesprengt oder was? Keine Ahnung. Fallen da irgendwelche Steine von den Bergen oder was ist denn da los? Und das kam dann immer näher. Und auf einmal setzte ein Platzregen ein, wie ich ihn selten erlebt habe. Also es war so von jetzt auf gleich so schnell. Wir mussten alles ins Auto schmeißen. Wir waren eigentlich gerade mit dem Kochen fertig, mussten noch abwaschen und so weiter. Und haben alles ins Auto geschmissen. Dann wollten wir noch irgendwas am Laptop machen. Keine Chance. Der war auch sofort komplett nass. Standen ja hinten am Heck. Und dann schepperte es auch schon über uns. Dann haben wir erst gemerkt, okay, das ist ein Gewitter.
Ja, sind dann von der Hochebene so schnell wie es geht runter. Es hat dann auch, sind dann auch ein paar Flüsse entstanden auf der Straße. Also es war wirklich, wirklich krass, wie es da auf einmal abging. Und ja, sind dann wieder runtergefahren. Dann wurde das auch langsam wieder ein bisschen besser, hat dann wieder aufgehört. Aber das war ja, und dann auch total kalt. Also den Tag davor, wie gesagt, noch irgendwie so um die 20 Grad abends. Und dann morgens so gerade so 10 vielleicht, 8, 9, 10, so in dem Dreh. Also das war total, totales Kontrastprogramm. Haben wir auch gar nicht mitgerechnet. Wir haben auch gar nicht diesen Wetterbericht angeschaut. Naja. Ja, unser nächstes Ziel war dann der Stora Sjöfallet Nationalpark. Da war ich 2021 das erste Mal. Da sind wir dann zu einem Übernachtungsplatz gefahren, der leider mittlerweile bei Park 4 Night ist. Und komplett überlaufen. Dementsprechend haben wir uns da irgendwo in die Ecke gequetscht, wo noch ein bisschen Platz war, aber das war nicht schön. Also da standen so viele Camper. Wenn ihr schöne Übernachtungsplätze habt, tragt sie bitte nicht bei Park 4 Night ein. Das ist, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann. Also damit macht man wirklich alles kaputt. Gut, wieder zurück zum Thema. Sind dann am nächsten Tag noch zu dem Sjöfallet. Stora Sjöfallet? Sjöfallet Wasserfall gegangen, also gewandert, haben uns den angeschaut und ja, dann hat sich das aber eingeregnet. Also die Nacht davor war es wieder richtig schön, total tolle Lichtstimmung. Die Fahrt in den Nationalpark, 100 Kilometer muss man da glaube ich ungefähr reinfahren, genial, Drohnenaufnahmen on point, hammermäßig und dann nächster Tag, wusch, wieder die Klatsche ins Gesicht, nur noch Scheißwetter. Und kein Niesel, sondern so richtiger, weiß nicht, der Schnee hat so richtig gepeitscht immer gegen die Fensterscheiben. Also es war nicht so schön. Ja, und das hat sich dann auch so fortgesetzt. Wir sind dann auch eine weite Strecke noch in Schweden wieder weiter runtergefahren und haben uns dann einen schönen Platz am See gesucht, der auch Gott sei Dank richtig gut war, wo wir uns dann auch richtig wohlgefühlt haben. Und von da aus ist der Freund dann wieder nach Hause gefahren. Der hatte auch nicht so viel Zeit. Ich glaube, 2 Wochen waren wir insgesamt unterwegs. Ja, mehr Urlaub hat er leider nicht bekommen zu der Zeit. Aber es hat sich trotzdem sehr gelohnt. Die Erinnerung, die, also da ist jeder Tag irgendwie, den man rumfahren kann, wert. Ja, dann kam wieder eine sehr lange Zeit, wo ich alleine unterwegs war. Da habe ich dann auch wieder ganz, ganz viel Zeit genutzt, um die Videos zu erstellen, die Reisevideos. Die habe ich ja unterwegs nicht nur aufnehmen, sondern auch erstellen können. Und das Wetter war jetzt auch nicht so pralle zu der Zeit. Ja, und dementsprechend habe ich das dann, wie gesagt, genutzt und bin an diesen Plätzen dort in der Umgebung noch relativ lange gewesen. Habe mich dann langsam Richtung Norwegen vorgearbeitet zum Arctic Circle. Da habe ich dann eine Freundin getroffen, mit der ich zusammen auf die Insel Værø gefahren bin. Sehr zu empfehlen, wobei ich jetzt nicht genau sagen kann, wie das da vor Ort ist, denn ich habe gehört, dass dort jetzt alles kostenpflichtig geworden ist. Also als wir da waren zu dem Zeitpunkt und auch davor, war es nie kostenpflichtig. Und da gibt es so ein Flugfeld, ja, und das kostet jetzt wohl Geld. Also wenn man da 1 bis 2 Wochen steht, dann kann man so mit 100 oder 200 Euro rechnen, die man dafür bezahlen muss. Und man bekommt wohl keinerlei Services. Also es ist wirklich nur für den Stellplatz und das ist, ja, nicht so schön. Ja, dementsprechend weiß ich nicht, ob ich da jetzt wieder hinfahren würde. Aber zu der Zeit, wo wir da waren, war es kostenlos und ja, man konnte sich überall hinstellen. Und ja, das Wetter hat auch sehr, sehr gut mitgespielt. Allerdings war das Wetter zweigeteilt. Also auf der einen Seite der Insel war immer Nebel und auf der anderen Seite war immer Sonnenschein. Es war total verrückt. Wir haben dann auch so einen Wolkenwasserfall gesehen, als wir dann zu einem kleinen Ort gewandert sind, über einem Berg, wo dann auch das gute Wetter war. Sowas habe ich vorher auch noch nie gesehen, habe ich mit der Drohne aufgenommen. Ja, und da haben wir eine gute Woche verbracht oder anderthalb sogar, bis wir dann weitergefahren sind. Ja, das war eine richtig magische Zeit. Also daran denke ich gerne zurück, das Top 3 der wirklich geilsten Momente
der Reise. Also das ist wirklich, ich kann gleich gerne nochmal meine Top 3 ein bisschen weiter erläutern, aber das ist auf jeden Fall einer der Punkte. Ja, dann sind wir wieder zurück aufs Festland, sind dann durch Norwegen rüber nach Schweden gefahren und da dann weiter Richtung Mittelschweden, denn ich hatte da noch einige Sachen geplant. Erstmal sind wir noch bei Bettina gewesen zu Besuch, einem sehr, sehr schönen Restaurant, also nicht Restaurant, Café auf dem Land. Das muss man auch kennen, denn da fährt man ganz schnell mal dran vorbei und das ist nicht so wirklich eingetragen. Also echter Geheimtipp, fahrt gerne mal zum Blåbacka Café och Rosteri. Also Blaukaffee und Rösterei übersetzt. Ja, Bettina kommt aus Deutschland, ist ausgewandert und hat genau das in Deutschland eigentlich gemacht. Kaffee und Bäckerei und Rösterei und hat sich da oben ihren Traum verwirklicht. Also wirklich sehr zu empfehlen. Bei Frödinge liegt das, glaube ich. Ja, sollte man aber finden mit den Infos, die ich gerade gegeben habe. Da haben wir nicht nur gefrühstückt, sondern haben auch nochmal zu Mittag gegessen, waren dann auch im Flohmarkt und haben ein bisschen rumgestöbert und haben dann auch noch einen schönen Platz in der Umgebung gefunden mit Badestelle und Sandstrand. Ja, und da haben wir dann auch einen, da in der Nähe haben wir dann auch einen Freund getroffen, der auch mit seinem Discovery unterwegs war, der aber schnell weiter musste und Richtung Norden fahren wollte. Den haben wir nur ja, ganz kurz gesehen, für ein paar Stunden. Wir haben Abend zusammen verbracht und dann haben sich die Wege wieder getrennt. Aber der Kumpel, der kommt in der Geschichte nochmal später vor. Ja, wir ja, sind dann noch ein bisschen kreuz und quer durch Schweden gefahren, haben ganz viele neue Plätze entdeckt, die ich jetzt auch abgespeichert habe auf meiner Karte und wirklich ganz, ganz tolle Plätze, wirklich ja, nicht von dieser Welt, kann man sagen. Also Sandstrand, toller Wald, mega die Steinpilze überall, überall Blaubeeren, geiles Wetter. Es war so eine schöne Zeit, die wir da zusammen verbracht haben. Sind dann auch in ein Gebiet gefahren, das ich auch sehr, sehr liebe, unterhalb von Östersund, wo wir auch von Steinpilzen nur so erschlagen wurden. Man kann es nicht anders sagen. Also der ganze Wald war voll mit Steinpilzen. Wir sind teilweise keine 24 Stunden später, wir sind immer spazieren gegangen, haben dann die Steinpilze eingesammelt und keine 24 Stunden später an die gleichen Stellen sind wir da wieder vorbeigekommen und haben so große Steinpilze einfach wieder mitnehmen können. Das war, also ich dachte, bin ich hier in einem Film oder was? Also das war wirklich das perfekte Klima. Und ja, die Steinpilze hatten erstmal viel Licht, viel Wärme und es war auch relativ feucht. Und dementsprechend sind die da explodiert. Also das war wirklich krass. Wir haben die dann auch getrocknet im Auto und das war, es hat überall nach Pilz gerochen. Also wir hatten jeden Tag Steinpilze, Frühstück, Mittag, Abendessen kann man sagen. Wir haben die getrocknet, wir haben die als Schnitzel gegessen, wir haben alles mit diesen Pilzen gemacht. Das war Wahnsinn. Also wirklich, wirklich nicht normal. Man ist 20, 30 Minuten spazieren gegangen und hatte drei große Töpfe voll mit Steinpilzen. Das war krass. Wir mussten nicht mal irgendwie in die Wälder gehen. Man konnte die direkt vom Straßenrand oder auf der Straße einsammeln, also auf dem Waldweg. Wirklich heftig. Das habe ich noch nie erlebt dort. Also ich habe das schon krass erlebt, aber das war wirklich krass, krass, krass. Ja. In der Umgebung haben wir dann noch einige Cafés besucht und ich habe auch meine Haare das erste Mal schneiden lassen. Hat auch super geklappt. Ich musste nur in 6 oder 7 verschiedene Friseurläden reinspazieren, bis ich einen Termin für die nächsten Tage bekommen habe. Sonst war es immer 2, 3 Wochen entfernt. Das war einfach viel zu weit weg. So lange wollte ich dann auch nicht bleiben und das war wirklich allerhöchste Eisenbahn. Ja, dann kam noch der Freund dazu, den wir schon auf seiner Reise Richtung Norden getroffen hatten. Mit dem haben wir dann noch ein bisschen Stand-Up-Paddle auf dem See gemacht, sind zu einer Insel gepaddelt und um die Seen herum, um die Inseln herum und das Wasser war total warm und seicht und es hat die Sonne geschienen, es war windstill und dann haben wir noch eine Sauna gebaut aus einem Tarp oder aus mehreren Tarps mit heißen Steinen und oh, das war richtig toll, das war so toll.
Und wir haben es genau abgepasst mit dem Wetter, weil als er dann gefahren ist und die Freundin dann auch nach Hause musste, da ist es wieder komplett eingebrochen. Also es war wirklich, jedes Mal, wenn ich irgendwie mit Leuten unterwegs war, haben wir das genau abgepasst. Ich kann es gar nicht sagen. Also das ist genau richtig gewesen irgendwie. Ja, und dann waren die alle wieder weg und ich habe dann wieder das schlechte Wetter genutzt, um alle möglichen Sachen zu schneiden und zu sortieren. Und stand dann da in der Umgebung an verschiedenen Plätzen noch 2 bis 2,5 Wochen, würde ich sagen. Und es ging dann auch schon Richtung Herbst. Das war dann Ende August ungefähr, ja. Ende August müsste das gewesen sein. Und da habe ich auch das erste fotografische Nordlicht festhalten können mit der Kamera. Das war aber ganz leicht. Also es war quasi nicht da. Es war ganz, ganz leicht nur zu sehen. Ja, und da habe ich dann ganz, ganz viel an den Videos gearbeitet. War dann auch das allererste Mal up to date. Das war auch ein tolles Gefühl, weil es ja so viel Videomaterial war. Ich habe ja von den Reisen, weiß nicht, 70 Videos hochgeladen insgesamt. Und dementsprechend war es echt ein schönes Gefühl, da mal up to date zu sein. Und alles, was man dann aufgenommen hat, in dem Moment direkt quasi zu einem Video verarbeiten konnte. Ja, dann bin ich wieder Richtung Norden gefahren, denn ich wollte noch die Nordlichter sehen. ich war dann schon in der zweiten Hälfte meiner Reisezeit angekommen. Da habe ich dann erstmal bei Östersund noch Freunde besucht. Die habe ich 2021 kennengelernt. Deutsche Auswanderer, Heidrun und Klaus. Da habe ich auch 1,5 Wochen verbracht. Wir haben viel gemeinsam auf dem Hof geschafft. Ich habe einen kleinen Film gedreht mit der Drohne. Und ja, wir hatten schönes Wetter. Wir waren Pilze sammeln, wir haben Pilze getrocknet. Das war richtig schön. Dort hatte ich dann auch die Möglichkeit, mit dem Laptop mal schön am Tisch mit dem Stuhl zu arbeiten, was ich ja hier in dem Auto auch gar nicht habe. Und ich konnte natürlich auch das Internet nutzen, was auch sehr schön war. Ja, dann haben wir noch die Scheune befestigt. Da ist diese ganze Mauer irgendwie abgesackt oder biegt sich so langsam nach außen und dementsprechend haben wir die mal so ein bisschen stabilisiert. Das war sehr wichtig. Dann habe ich noch den Nachbarn persönlich kennengelernt. Das ist ein Filmstar, also Filmstar, TV-Star, so, nicht Filmstar. Der macht da im Ort immer verschiedene Dinge, ist sehr kreativ, baut verschiedene Dinge. Beispielsweise ein Floß für Veranstaltungen beim Badeplatz und sein Haus hat er wohl scheinbar auch selbst gebaut. Ja, und das sind ja direkte Nachbarn, also die wohnen gegenüber. Ja. Dann haben wir noch beim Auto einen Ölwechsel gemacht. Das war auch nötig bei 325.000, glaube ich. Müsste es ungefähr gewesen sein. Öl und Filter hatte ich mit dabei und es war einfach ein guter Moment. Das Auto haben wir dann auch zum allerersten Mal ein bisschen sauber gemacht mit einem Gartenschlauch. Ja, nee, das war schon Hochdruckreiniger. Doch, Klaus hat einen Hochdruckreiniger. Ja, so war das. Ja, und was da an Dreck runtergekommen ist, das war echt. Ja, also es waren mehrere Monate Skandinavien pur, ne? Ich bin halt auch immer die Nebenstraßen gefahren und alles war schlammig und oft hatte ich auch nicht so gutes Wetter, wenn ich gefahren bin. Also da hat sich einiges festgesetzt gehabt. Ja, nach dem Besuch bin ich dann noch an Orte gefahren, die ich schon kannte und habe aber auch gleichzeitig neue Orte erkundet. Und so habe ich dann noch einen mega geilen Badeplatz gefunden, mehrere mega geile Badeplätze. Und habe da auch wieder eine gute Zeit erlebt und das letzte Stückchen Sommer mitgenommen. Wann war das denn? Anfang September müsste das gewesen sein. Um den 10. vielleicht rum. 5., 10. sowas. Hatte dann nochmal 23, 24 Grad. Habe mir da die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen. Das war sehr schön. Und danach ist es richtig zusammengebrochen. Also das war unnormal. Wirklich. Eigentlich nur noch kalt und nur noch dunkel und windig oft und ja, dementsprechend bin ich dann schnell Richtung Finnland gefahren,
Achso, ich hatte noch mehrere Problemchen. Also erstmal ist mir dann in Schwedisch Lappland die Vorderbremse vorne links versagt. Da waren die Kolben plötzlich fest und dann habe ich eine, also dann bin ich halt weitergefahren und habe dann Pause gemacht, beziehungsweise wollte gucken, was dann genau los war. Da wusste ich es noch nicht genau. Und da habe ich dann eine Familie kennengelernt aus Deutschland, natürlich, wie könnte es anders sein, die auf mich zugekommen ist und meinte, ey, hast ein Problem, können wir dir helfen? Weil die wohnten genau gegenüber, wo ich liegen geblieben bin. Und lustigerweise, also ich kann da glaube ich gar nicht mehr an Zufall denken, die kommen aus Bokenem, was von meinem Wohnhaus entfernt 10 Minuten im Auto ist. Keine 10 Minuten. Das kannst du dir nicht ausdenken. Mitten in Schwedisch Lappland, komplett random, und auf dem Hof steht ein Auto mit einem Kennzeichen HI, Hildesheim, also genau der Landkreis, in dem ich wohne. Wahnsinn, also ich kann es nicht fassen, dass das passiert ist. Wirklich nicht, also das ist auch kein Zufall mehr. Ich hatte wirklich dieses tiefe Vertrauen, dass mir weitergeholfen wird und dass ich da nicht tagelang liegen bleibe wegen dem Bremssattel, wegen der Bremse. Und es ist auch genauso eingetreten. Ich hätte ja auch irgendwo anders stehen bleiben können und dann wäre da nicht diese Situation zustande gekommen. Aber ich dachte mir, ich fahre jetzt weiter, halte bei der ersten Möglichkeit im Ort an und mir wird auf jeden Fall geholfen. Das war in meinem Kopf. Und genauso ist es passiert. Mega geil. Ja, bei denen habe ich dann noch die Nacht verbracht, weil es war dann sehr spät. Und da habe ich dann auch meine allerersten Nordlichter gesehen. Das war auch sehr magisch. Während wir repariert haben, habe ich nämlich die Benachrichtigung aufs Handy bekommen, dass die Nordlichter zu sehen sein werden. Und da habe ich dann auch das allererste Mal fotografisch und visuell die Nordlichter sehen können. Und die waren direkt sehr stark. Also es war ein starker Sonnensturm, der sich da ausgebreitet hat, und davon habe ich dann auch ein paar Zeitraffer gemacht und Bilder, und die meinten selber, das haben sie so noch nie gesehen, so stark war der. Ja, habe dann da, wie gesagt, noch die Zeit verbracht mit den beiden. Im Wintergarten haben wir gesessen, noch zu Abend gegessen, morgens dann gefrühstückt. Ich habe in der Einfahrt geschlafen mit dem Auto, also nicht, ich habe in der Einfahrt gestanden mit dem Auto, im Auto geschlafen, so. Ja, und dann haben wir uns verabschiedet und ich bin weitergefahren. Bei Tornio habe ich dann bemerkt, dass hinten rechts meine Belege und meine Bremsscheibe komplett runter waren. Also scheinbar hat das Auto gegengeregelt, weil vorne links zu viel gebremst wurde, hat es dann hinten rechts das Ganze ausgeglichen. Und ja, dadurch war ich dann gezwungen, das Ganze zu wechseln, weil es hat auch schon in den Kurven immer bom, 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 bom gemacht. was ich dann auch gemacht habe. Die waren sehr freundlich und kompetent dort in dieser Werkstatt. Hat mich auch nicht weiter aufgehalten, weil ich ja weiter an den Videos gearbeitet habe. Irgendwann konnte ich dann weiterfahren. Es war halt alles repariert. Und ich bin dann nach Finnland gefahren. Das erste Mal Finnland Inland sozusagen. Bin da weit reingefahren, bis nahe zur russischen Grenze, habe dann auch schöne Plätze gefunden und dann ging es richtig los mit den Nordlichtern. Also da kam ein Sonnensturm nach dem anderen und es war keine Nacht, wo man quasi keine Nordlichter hätte sehen können. Es war wirklich krass. Und auch bei Tornio hatte ich schon in Schweden, also nein, Haparanda ist ja auf der schwedischen Seite, Tornio ist auf der finnischen Seite. Da habe ich den ersten richtig krassen Sonnensturm erlebt. Das war so hell nachts. Der ganze Himmel war voll mit Nordlichtern, also es war wie Mondschein, es war wirklich hell. Das war Wahnsinn. Also ja, das hat mir so gezeigt, okay, das möchtest du öfters sehen oder möchtest du jetzt noch so oft sehen, wie es geht. Und deswegen fährst du jetzt nochmal nach Finnland und suchst dir da schöne einsame Plätze, weil das Wetter war immer ein bisschen schwierig. Also manchmal musste man wirklich weite Strecken fahren, um dann irgendwie eine freie Sicht zu haben. Es dürfen ja keine Wolken am Himmel sein. Ja, und dann dachte ich mir, ach komm, fährst du nochmal irgendwie zur norwegischen Küste. Das kam irgendwie, auf einmal war es da. Und ja, das habe ich dann auch in die Tat umgesetzt, wollte da hinfahren. Und dann habe ich gemerkt, dass die Bremse vorne links wieder ein bisschen fest war, also der Bremskolben. Und brauchte dann daraufhin wieder Hilfe, habe die dann auch gefunden in einer Werkstatt am selben Tag, konnte es selber reparieren und konnte direkt weiterfahren. Wieder ein unglaublicher Zufall.
Hab dann aber diese Tour Richtung Küste dann sozusagen abgebrochen und bin dann wieder zurückgefahren und hab das dann wieder in Tornio reparieren lassen. Hab dann also vorne links nochmal den Bremssattel wechseln lassen, weil der ging dann wirklich gar nicht mehr. Ja, und zwischendrin habe ich noch super geile Plätze entdeckt und gefunden. Hatte sehr, sehr viele Nordlichter, die ich gesehen habe. Stand in Kittilä an tollen Plätzen und auch an der schwedischen Grenze hatte ich noch schöne Plätze gefunden und habe da einfach ja, gut nochmal anderthalb, zwei Wochen verbracht und einen geilen Tag nach dem anderen gehabt. Also das war, der Herbst war wirklich ganz magisch, wo dann auch die ganzen Blätter gelb und golden geworden sind. Und es war kein Camper mehr unterwegs. Also ich habe dann bestimmt wochenlang dort am Ende meiner Reise keinen Camper mehr gesehen. Ich war irgendwie alleine unterwegs. dann habe ich noch mit einem Zuschauer geschrieben, den ich noch am Ende meiner Reise getroffen habe, nämlich den Peter, auch ein deutscher Auswanderer. Und wir haben uns dann in Nordschweden getroffen, wo er auch wohnt, haben gemeinsam eine kleine Tour gemacht mit seinem Hund und seinem Camper, sind dann bei einer Grillhütte angekommen, haben dort gegrillt, da gab es auch eine Sauna, die haben wir auch gleich noch mitgenommen. Und dann sind wir noch ein bisschen durchs Schneegestöber gefahren. Also dann fing es auch langsam an, richtig kalt zu werden und dass es halt oft schneit. Und ja, der erste Schnee sozusagen kam da runter und es waren dann direkt 10 cm ungefähr. Ja, und auch in Finnland hatte ich da zu dem Zeitpunkt kurz davor schon minus 11 Grad in der einen Nacht. Und man merkte, es geht mit großen Schritten Richtung Winter zu. Das war dann Anfang, Mitte Oktober. Ja, und ich habe dann die letzte Zeit so gut wie es ging im Norden verbracht und habe alles noch ausgekostet und bin dann wirklich in 3 Tagen oder so in ganz großen Schritten wieder zurück nach Deutschland gefahren, weil ich wirklich so lange wie es ging noch im Norden bleiben wollte. Und da endet dann auch die Tour. Also, oder die Geschichte sozusagen. Ja, bin dann in Dänemark noch bei Freunden gewesen, die ich besucht habe. Und daraufhin bin ich dann am nächsten Tag auch zu Hause angekommen. Da musste ich doch tatsächlich kurz mal die Kamera abkühlen lassen. War ihr dann auch ein bisschen zu heiß. Sie ist dann einfach ausgegangen. Ja, was ich sagen wollte. Ich bin dann angekommen in Deutschland nach 4,5 Monaten und 2 Tagen. Durchgehend im Auto schlafen. Und das war wirklich ein Moment, der hat es irgendwie in sich gehabt. Ich weiß auch nicht. Es war super seltsam, zu Hause anzukommen und dann zu wissen, okay, in ein paar Tagen stehst du wieder bei der Arbeit und die Reise ist vorbei. Weil als ich losgefahren bin, war es so, das ist eine lange Reise, man ist ewig unterwegs, man hat so viel Zeit, man erlebt so viel. Was ja auch alles stimmt, aber wenn du dann zurückkommst, dann ist das alles so, boah, es bricht wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Und dann war auch erstmal so eine richtige Down-Phase irgendwie da. Und diese Reiselust, dieses Verlangen einfach loszufahren, das hat sich, es zieht sich natürlich dann auch durch den ganzen Winter und man kann nicht wirklich was machen, weil das Wetter nicht so gut ist und da schmiedete ich dann auch direkt neue Pläne, die ich dann auch dieses Jahr noch in die Tat umsetze, jetzt im Herbst und Winter. Das war wirklich eine Zeit, da musste man erstmal Zähne zusammenreißen und irgendwie durch, weil ich war ja auch pleite, also ich kann es ja auch sagen, wie es war. Ich hatte mein ganzes Erspartes aufgebraucht. Mein Auto war in einem ganz, ganz schlechten Zustand. Dementsprechend musste ich dann erstmal schauen, wie ich mein Auto wieder herrichte, ob ich das überhaupt herrichten kann und auch ein bisschen Puffer wieder aufbauen. Und das war wirklich eine Zeit, da habe ich so reingeklotzt bei der Arbeit, habe viele Schichten übernommen, hat sich jetzt im Endeffekt auch natürlich ausgezahlt, aber das war wirklich so von 0 auf 100 wieder. Also ja, ging aber nicht anders, weil durch YouTube verdiene ich nämlich nicht so viel Geld, dass ich sagen kann, okay, davon
kann ich Vollzeit überleben, sozusagen. Lange nicht. Also gerade durch die Steuern, die ich zahlen muss, ist es für mich halt nicht möglich im Moment. Vielleicht kommt das ja noch. Kommen wir nur noch zu den Top 3 Erlebnissen oder Momenten oder wie man das auch immer nennen mag, auf der Reise 2023. 4,5 Monate durch Skandinavien, Trommelwirbel. Also ich werde das jetzt nicht ordnen. Das sind einfach 3 Momente, die mir jetzt spontan einfallen, die ich gar nicht irgendwie noch weiter werten möchte oder einordnen möchte, sondern es sind 3 einfach Dinge, die mir jetzt so voll in den Sinn kommen. Das ist einmal Nordkap im Sommer, auch wenn es so super voll war. Es war sehr, sehr magisch. Die Leute, die man da getroffen hat, dann das Ganze mit der Mitternachtssonne, die niemals untergeht, bei der Wärme. Und ja, es war einfach genial. Die Fahrt dahin alleine. So geil. Wer sagt, das ist nicht sehenswert, der hat keine Ahnung. Also, das ist sehenswert mal 1000. Dann definitiv Värøy, die kleine Insel unterhalb von den Lofoten. Super geiler Geheimtipp. Jetzt, wie gesagt, kostenpflichtig. Ich weiß nicht, wie geil das da jetzt noch ist, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, mega geil. Und der dritte Moment wäre dann der Tag, an dem ich meine stärksten Nordlichter überhaupt gesehen habe. -7 Grad in der Nacht. Ich hatte schon gedacht, das war's. Ich gucke aus dem Fenster und sehe diesen mega Schweif am Himmel, der dann einfach so sich von Horizont zu Horizont erstreckt hat und in Echtzeit einfach eine Show abgeliefert hat, die ich niemals vergessen werde. Das waren die Top 3 meiner Reise 2023. Und die Geschichte dahinter, beziehungsweise der Ablauf, kann man sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mir zuzuhören und auch nochmal so ein bisschen reinzuschauen. Ich habe immer wieder ja Bilder und Videos mit reingepackt in dieses Video. Und schreibt mir gerne eure Gedanken unter das Video in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Und ich hoffe natürlich, ihr seid bei der nächsten Reise auch wieder mit dabei. Seid gespannt, wo es hingeht. Genießt das Wetter und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.